Herzlich willkommen in Markt Elfbach in der Nähe von Markt Erbach. Hier im Bäckerholz entstand im Zuge eines Projektes des Jugendbeirats Markt Erbach ein Feenwald. Ich bin Julia May, ich bin Jugendbeauftragte von Markt Erbach und damit auch Mitglied des Jugendbeirats. Der Jugendbeirat besteht unter anderem aus Rebecca und mir und natürlich noch aus ein paar anderen Freiwilligen, die uns hier geholfen haben. Und die Aktion wurde von uns eben im Rahmen eines Corona-Überbrückungsprogramms in die Wege geleitet. Der Kinderwald war eigentlich dafür da, um hier in einer Aktion der Schule ein paar Bäume zu pflanzen. Wir haben uns überlegt, dass er doch etwas besser genutzt werden könnte und haben hier ein ganzes Dorf mit Feen aufgebaut. Alle Verwandten, Freunde, Firmen aus Markt Erbach mussten mithelfen und haben hier mit uns Bäume gestaltet. Jetzt ist es ein tolles Ausflugsziel für Kinder. Die Kinder kommen gern hierher. Sie können immer wieder neue Sachen entdecken und wir bieten immer wieder kleine Aktionen an. Genau, zum Beispiel im Ferienprogramm gibt es eine Vorleseaktion von unserer Bücherei, die hier dann den Kindern ein paar Geschichten über Elfen erzählt. Dann haben wir einen Autor gefunden, der auch kostenlos eine seiner Wichtelgeschichten zur Verfügung gestellt hat. Die Geschichte findet ihr dort hinten am Geschichtenerzählerbaum. Und in unserer Bastelhütte gibt es immer wieder Aktionen, in denen die Kinder etwas im Wald entdecken können oder suchen können, basteln oder was uns sonst gerade einfällt. Entstanden ist die ganze Aktion vor, ich glaube, 2 Monaten war es jetzt. Der Förster hat uns etwas geholfen, den Wald ein bisschen vorzubereiten, ein paar Bäume gefällt und dann konnten wir auch schon loslegen. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie lange die Aktion steht. Auf jeden Fall den ganzen Sommer über und hoffentlich vielleicht auch nächstes Jahr noch. Wir freuen uns, wenn die Besucher, die jederzeit kommen können, den Elfenwald so hinterlassen, wie sie ihn vorgefunden haben. Wir sind der Natur verpflichtet, sie ordentlich zu hinterlassen. Bitte besucht uns hier sehr, sehr gerne. Nehmt eure Eltern mit, eure Großeltern. Wir haben festgestellt, auch die Großelterngeneration findet den Wald ganz toll. Und es gibt viele ältere Damen im Markt Erbach, die jeden Tag hier vorbeimarschieren. Und wir hoffen, ihr habt hier auch ein bisschen Freude. Ich bin mit dem Ehrenamt aufgewachsen. Bei mir in der Familie haben eigentlich alle irgendein Ehrenamt, was sie schon seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, fühlt sich schon fast an, irgendwie ausüben. Und mir ist es wichtig, dass ich das auch an meinen Sohn weitergebe. Und ich glaube, dass so jeder dazu beitragen kann, die Gemeinde einfach ein bisschen schöner und lebenswerter zu gestalten. Ich sehe das ähnlich wie Julia. In einer Gemeinde wie Markt Erbach aufzuwachsen, bedeutet einfach, sich auch ehrenamtlich zu engagieren. Und so geben wir es an unsere Kinder weiter. Es ist ja immer schön, wenn man ein Ziel für Spaziergänge hat. Wir wären froh, wenn euer Ziel als nächstes Markt Elfbach ist.